Ja, hi. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute habe ich ein ganz spontanes Video für euch, weil ich für den heutigen Tag keins hatte und ich mir gedacht habe, komm, drehst du jetzt ein Video, welches sich schon einige von euch gewünscht haben, schon seitdem ich schwanger bin. Und ja, wie ihr es natürlich schon am Namen erkannt habt, es geht um das Namensvideo. Voll viele wollten immer wissen, welche Namen sind es denn jetzt nicht geworden bei der Luise. Und nicht nur bei der Luise, ihr habt mich auch immer von den anderen Kindern gefragt. Für die Leute, die jetzt eventuell neu dazugeschalten haben, ich habe 4 Kinder. Das ist Luisa, meine Jüngste, die ist jetzt aktuell 6 Monate alt. Und damit das Video nicht viel zu kurz wird, habe ich mir gedacht, nehme ich gleich die anderen Kinder mit dazu und werde euch auch erzählen oder werde euch sagen, wie sie mit zweiten Namen heißen, weil voll viele das auch immer wissen wollten. Und ich würde mal sagen, legen wir los. Fangen wir also gleich mit meinem ältesten Sohn an, also mit meinem ältesten Kind, weil ich habe nur einen Sohn, mit Patrick. Wie ihr hört, ist der Name Patrick ist es geworden und der Patrick hat einen Doppelnamen und zwar heißt er Patrick George. Also George, weil sein Taufpate heißt so, er heißt, also man spricht es auf Rumänisch George aus und ja, also bei uns ist es so halt Brauch, dass zur Taufe, dass das Kind quasi den Namen des Taufpaten bekommt. Nicht unbedingt den eigenen Namen, falls der einem nicht gefällt, zum Beispiel als Elternteil. Man sagt, nee, man will jetzt nicht, dass er so heißt. Dann sagt man, dass der Taufpate ihm zumindest einen Namen geben darf, also einen aussuchen darf. Natürlich hat hier noch immer das letzte Entscheidungsrecht Mama und Papa. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich da sage, ach okay, nenn ihn wie du willst, mir doch egal. Nein, also wir haben das schon vorher besprochen und ich fand eigentlich Patrick George richtig gut. Also mir war es wichtig, dass er eventuell, also jetzt nicht, ich wollte zuerst Georg. Also diese deutsche Form davon, das wollte aber der Papa nicht, also mein Mann wollte das nicht. Deswegen haben wir uns dann so in der Mitte getroffen, weil ich wollte jetzt nicht George. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ne, lassen wir ihn zumindest englischsprachig, also quasi Patrick George. Ja, vielleicht finden das einige jetzt seltsam oder komisch, aber uns gefällt der Name so. Und ja, für ihn ist es, also für mich ist es auch schön, dass er quasi wie sein Taufpate heißt und es ist sein Onkel, also das ist der Bruder von meinem Mann. Und beim Patrick, die Namen, die es nicht geworden sind, also ich kann mich zwar nicht mehr an alle erinnern, da ist ja bei Patrick jetzt schon 14 Jahre her, ist, wo wir quasi uns mit der Namensfindung beschäftigt haben, könnt ihr euch vorstellen, dass mir jetzt nicht mehr alle Namen einfallen, aber einige weiß ich nur ganz bestimmt, die mein Mann komplett abgelehnt hat, die aber unbedingt meine Namenslieblinge gewesen wären für einen Jungen. Und zwar hat mir Marco und Marc sehr, sehr gut gefallen. Jetzt im Nachhinein kann man sich sein Kind überhaupt nicht mehr so vorstellen, wenn man sich denkt so, Marco, das passt doch gar nicht, weil man sich ja natürlich mit dem Namen irgendwie so angefreundet, ne, mit dem Gesicht. Aber mein Mann war komplett gegen diese Namen, ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber ihm haben die einfach überhaupt nicht gefallen. Also, ja, was ich auch noch sagen wollte, falls euer Name jetzt darunter irgendwie ist oder der Name eurer Mama, Freundin, Freundes, bitte nicht böse sein, es ist wirklich nur Geschmackssache und hat nichts Persönliches ja, zu sagen. Ja. Also nicht böse sein, weil da jetzt euer Name nur so dabei ist. Ja, wollte ich nochmal auch gesagt haben. Ja, also Marco war ein No-Go. Und wir haben ja doch relativ früh erfahren, dass es ein Junge wird. Deswegen haben wir dann zum Schluss eigentlich nur mehr über die Burschennamen diskutiert. Aber anfangs wussten wir das ja noch nicht und man macht sich ja schon Gedanken so, ja, wie wird es denn heißen, wenn es ein Mädchen wird? Und da war Patricia ganz groß im Rennen. Also daran könnt ihr schon erkennen, dass Patrick, Patricia und so weiter uns sehr, sehr gut gefallen hat. Ich kann mich noch erinnern, Patricia hieß ein Mädchen, also von meinen Eltern, die Freunde, da hieß das Mädchen Patricia. Und da hat mir dieser Name schon so gut gefallen. Und ich glaube, dass wir so auf den Namen Patrick gekommen sind, dass ich gesagt habe, oh, wenn es ein Mädchen wird, dann würde ich sie gerne Patricia nennen. Und dann irgendwie sind wir auf Patrick gekommen und haben uns dann in den Namen verliebt. Auf jeden Fall war für mich Patricia so eine Option, so, oh, wie süß, Patricia. Und die zweite Option, wenn es das Mädchen gewesen wäre, wäre Michelle. Ja, die meisten oder die Leute, die die Namen meiner Kinder schon kennen, haha, wissen jetzt schon, wie wir vielleicht auf den Namen unserer Zeitendoppler gekommen sind. Michelle, tada! Denn als ich mit der Michelle schwanger war, haben wir gewartet, bis wir uns einen Namen überlegt haben, so lange, bis wir das Geschlecht erfahren haben. Und da war dann einfach schon klar, wie wir gewusst haben. Also, wenn
Das ist ein Mädchen und es wird entweder Patricia oder Michelle heißen. Dann habe ich mir aber gedacht, klingt doch irgendwie voll doof. Patrick und Patricia. Also ich wollte jetzt nicht solche Pärchennamen, die halt so quasi Michael und Michaela. Also mir gefällt das jetzt persönlich überhaupt nicht. Deswegen war ich halt ein bisschen hier nicht so der Freund von. Mein Mann so, ja, lass sie uns so nennen, Pärchennamen. Und ich so, na, ich weiß, ne, das ist nicht so meins. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann doch schnell für Michelle entschieden. Das stand eigentlich relativ schnell fest, dass unsere Tochter Michelle heißen wird. Da haben wir jetzt gar nicht so lange herumgetan und uns irgendwie noch andere Namen irgendwie angeguckt, weil dieser Name Michelle war ja schon favorisiert beim ersten Kind. Und ist dann einfach beim zweiten Kind gefallen. Und die Michelle, ihr Zweitname ist Elena. Also sie heißt genauso wie ich. Das ist aber auch nur Zufall, weil die Taufpatin von der Michelle heißt auch Elena. Also meine Tante heißt so. Die wurde nämlich Taufpatin und deswegen hat die Michelle diesen Namen. Sie heißt Michelle Elena. Das ist ihr zweiter Name. Und ja, so viel zu Michelle. Also bei der Michelle ging es relativ schnell, wie ihr sehen könnt. Und unser drittes Kind ist ja wieder ein Mädchen geworden, die Lara. Und bei der Lara stand es auch sehr, sehr schnell fest. Ich kann mich erinnern, also wir haben danach immer gewartet, bis wir das Geschlecht rausgefunden, also bis uns das Geschlecht verraten wurde. Und bei der Lara war das genau dasselbe Spiel, da haben wir einfach so lange gewartet. Und ich glaube, ich habe es doch relativ schnell erfahren, auch dass das ein Mädchen wird. Und ich kann mich erinnern, dass der Papa mit war bei einem Frauenarzttermin und ihr kennt das ja, dass beim Frauenarzt immer so Glückwunschkarten hängen, also von Müttern, die entbunden haben, die sich beim Arzt so bedanken. So, danke für die Unterstützung und alles Liebe von Mama, Papa und Lara stand da. Und da war mein Mann so, oh mein Gott, Lara, das ist so ein schöner Name und hin und her. Und da stand fest, Lara. Also mein Mann hat hier quasi auch gleich Dingfest gemacht. Ihm gefällt Lara so sehr und mir hat der Name auch sofort gefallen und deswegen gab es dann schon fix Lara. Da haben wir gar nicht so lange herumgetan, auch bei der Lara nicht, das weiß ich noch. Das stand doch ziemlich rasch fest und wir waren beide davon sehr begeistert. Und da wir halt explizit immer gewartet haben, bis quasi wir wussten, welches Geschlecht, haben wir uns damit auch nicht so viel Arbeit angetan, weil ich finde, eine Namensfindung braucht schon seine Zeit und man muss sich dafür auch wirklich ausreichend ja hinsetzen und sich Gedanken machen. Ah ja, und bei der Lara, ihr zweiter Name, ist Maria, weil meine beste Freundin, die Marina, ist die Taufpatin und da uns ja Marina für als Zweitname nicht so gut gefallen hat, wir haben das halt mit der Marina besprochen und sie hat gesagt, ja, das findet sie toll und hat uns quasi so den Segen damit gegeben. Deswegen heißt die Lara Maria und ich liebe diesen Namen so sehr. Wir führen aber die Namen der Kinder nicht als Doppelnamen an, sondern quasi der andere Name ist immer als Zweitname, weil es ziemlich kompliziert wäre, diese immer als Doppelnamen zu führen, immer mit dem Bindestrich dazwischen, ziemlich kompliziert. Deswegen immer als Zweitnamen ohne Bindestrich, weil sonst haben wir wirklich ein Problem. Ja, nur so viel dazu. Also Lara heißt Lara Maria. Und dann kommen wir schon zu Luisa, unserem kleinen und letzten Baby. Also ich denke, gehe mal stark davon aus, dass sie unser letztes bleiben wird. Und hier habe ich noch Notizen, weil das ist ja noch nicht so lange her. Und ich habe mir diese Notizen hier auf dem Handy abgespeichert. Und ich werde sie euch vorlesen, welche Namen hier draufstehen. Wir haben bei der Luisa genauso gewartet, bis wir gewusst haben, welches Geschlecht das Baby hat. Und ja, wir haben uns da einfach nicht großartig mehr angetan, deswegen lese ich euch jetzt die Namen vor. Als erstes steht hier Sophie. Für die Leute, die uns kennen und unsere Vlogs gucken, wissen, dass unser Hund Sophie heißt. Also ihr seht schon, Sophie war ein sehr beliebter Name und wir sind einfach Fans davon, irgendwie den anderen, der dann dazu zur Familie dazu kommt, den Namen zu geben, der es beim ersten oder zweiten Mal nicht geworden ist. Ja, Sophie hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Auch Sophia. Und ich weiß nicht, das war immer schon so ein bisschen, ich finde diesen Namen einfach besonders schön, aber ja, also er wäre fast, also Luisa hätte fast Sophie geheißen, aber irgendwie war das noch nicht so dieses hundertprozentige. Uns hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, aber wir haben auch hier keinen zweiten Namen dazu gefunden, der irgendwie schön klingt. Und wir haben gesagt, oh, das ist nicht Sophie. Zwar okay, aber noch nicht so wow. Dann haben wir hier auf der Liste stehen Emily. Emily finde ich auch so wunderschön. Emily habe ich hier geschrieben mit, also E-M-I-L-Y. Es gibt dann aber auch bei Emily, finde ich, so schwieriges,
so andere Schreibarten und das macht die ganze Sache einfach wenig so schwierig, weil dann schreibst du es mit IE zum Schluss oder nur mit I oder man sagt Emily und dann muss man sich 3000 Mal immer erklären, wenn man irgendwo anruft und man muss einen Termin ausmachen und dann was auch immer was, dann finde ich, dann muss man immer so lange herumtun. Emily, haben Sie jetzt Emily oder Emily gesagt? Mit I oder Y oder IE? Also das ist etwas, was uns hier bei diesem Namen nicht gefallen hat. Einfach, dass er quasi hier zu kompliziert ist und ja, dem Kind oder dem Menschen, der daraus wird, Erwachsene, einfach zu viel Arbeit hier hat. Und das wollten wir einfach ersparen. Dann hat mir noch sehr, sehr gut gefallen, das steht hier als dritter, Emilia. Und ich finde diesen Namen so schön, Emilia. Kennt ihr Grey's Anatomy? Da heißt ja auch diese eine Schwester vom Dr. Also, Grey. Nein, nicht Grey. Dr. Derek Shepherd. Emilia. Oh, ich finde diesen Namen so schön. Oh Gott, Emilia. Da kriege ich gerade noch Lust auf ein Mädchen. Emilia. Emilia, ich finde diesen Namen wunderschön. Aber ich glaube, mein Mann war jetzt nicht so. Emilia, aber Milli, man kann sie Milli nennen. Emilia, Milli, oh mein Gott. Bitte, wir machen noch ein Geschwisterchen. Nein, Scherz, auf jeden Fall. Emilia finde ich wirklich immer noch wunderschön. Ich weiß nicht, was mein Mann dagegen hatte. Aber ich finde ja auch Luisa sehr schön und da steht es als nächstes auf meiner Liste und zwar, also Luisa. Luisa, Luisa, meine Liebe, meine Luisa, ich finde dieser Name passt so gut zu ihr. Also ja, dieser Name ist dir sogar auf Platz 4. Warum er nicht voll nach oben steht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil er uns erst später eingefallen ist. Dann habe ich hier noch andere Namen aufgeschrieben, die aber eher so waren. Also für mich zumindest. Aber und sie haben uns irgendwie gefallen, aber sie waren noch nicht so Top 20 oder Top 10 oder Top 5, besser gesagt. Auf jeden Fall steht hier noch Emma. Emma finde ich auch sehr, sehr schön, vor allem für eine erwachsene Frau oder ein großes Teenager-Mädchen. Emma, Emmy kann man sie auch nennen, aber irgendwie doch irgendwie zu erwachsenmäßig. Wisst ihr, also ich finde, manche Namen klingen zu kindisch und manche Namen klingen zu erwachsen. Und ich finde, Emma klingt zu erwachsen oder zumindest so nach einem großen Mädchen und nicht nach einem kleinen. Wobei, man könnte sie Emmy nennen. Ja, auf jeden Fall, Emma hat dem Papa, glaube ich, hier überhaupt nicht gefallen. Und dann steht ein Name drauf, der mir da nicht gefallen hat, aber dem Papa ziemlich gerne, also dem Papa ziemlich gefallen hat. Und zwar steht hier Anna. Also Anna war ein Favorit von ihm. Und ich habe mir gedacht, so, Anna, ich weiß nicht, Anna. Habe mich mit dem Namen auch nicht so wirklich anfreunden können. Und deswegen ist er dann halt auch nicht geworden. Und als letztes auf dieser Liste steht noch Mia. Und wer sich noch dran erinnern kann, da war ja so ein Mia Rose Name Battle. Da ging es nämlich um die Sarah Novak oder jetzt Sarah Harrison und die andere. Wie hieß denn die andere? Auch Bachelor-Kandidatin. Die singt Schlager und so. Ihre Tochter ist nämlich auch Mia Rose. Und ja, mir gefällt Mia sehr, sehr gut. Aber ich bin sehr froh, dass es nicht Mia geworden ist, weil die Luisa und die Mia von der Sarah Harrison sind gleich alt. Ich glaube, das sind so 2-3 Tage Unterschied. Also deswegen wäre es jetzt auch blöd gewesen, wenn ich sie jetzt auch Mia genannt hätte. Vor allem hätte mich dann auch YouTube wahrscheinlich, also die Zuschauer, die Fans von der Sarah, wahrscheinlich hätten sie mich aufgefressen. Aber nach solchen Kriterien entscheide ich keine Namen. Nichtsdestotrotz waren wir einfach mit Luisa so happy. Ich weiß nicht, also wir haben diese Namen hier stehen gehabt und dann sind wir sie ab und zu immer wieder durchgegangen und ich konnte Emilia nicht loslassen. Mein Mann war halt doch mehr so Team Luisa und dann ist es so, ja, nein, Luisa. Luisa ist der Name, weil vor allem wir hatten dann den Zweitnamen dazu, dass er gesagt, mein Mann hat ihn entschieden. Also bei der Luisa ist auch die Marina, meine beste Freundin, die Taufpatin und ja, wir konnten jetzt nicht Luisa Maria, also wir wollten das auf jeden Fall nicht. Jeder soll seinen eigenen zweiten Namen haben. Und dann hatte mein Mann die Idee, weil er heißt ja Johann Michael. Und deswegen hat er gedacht, er möchte sie gerne Michaela nennen als zweiten Namen. Und ich fand halt so Luisa Michaela, das klingt so stimmig und so schön. Deswegen ist dann einfach Luisa Michaela fix, also quasi dann entschieden worden von uns. Und ja. So kam's. Ja, meine Lieben, und so sind wir zu den Namen der Kinder gekommen. Wie ihr seht, sind wir da relativ unproblematisch rangegangen. Sehr bedacht und haben auch brav gewartet, bis wir das Geschlecht wussten. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Und mich würde interessieren, welcher Name hat euch denn am besten gefallen? Emilia, oder?
Nein, ich weiß nicht warum, weil ich von diesem Namen noch immer so begeistert bin. Emilia, Emilia. Vielleicht bekommen wir ja noch ein Kind, das Emilia. Wenn es ein Junge wird. Emilio gefällt mir dann nicht so. Nee, also ich glaube, ja, wir werden es sehen. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, wie denn euer Baby heißt, falls ihr denn eins habt aktuell, oder wie es heißen wird, falls ihr den Namen schon verraten wollt. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und verratet mir, ob jetzt da irgendwo ein Name dabei war, der bei euch quasi ganz favorisiert wird. So, ich sollte nicht mit diesem Geklimper herumklimpern. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir einen Daumen nach oben, da würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und sonst sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.